Wir haben die Funktion im Klammern 1 minus Wurzel 1 plus x hoch 2 und im Klammern hoch 6. Erstens werden wir die äußere Term ableiten, so 6 im Klammern 1 minus Wurzel 1 plus x hoch 2 hoch 5 und dann werden wir die innere Funktion ableiten. Ah, ja, doch, 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 weil sie haben dann mit dem minus 2x. Minus 1,5, aber dann hat man auch minus 2x. Kann das sein? Minus x oder minus 2x? Genau, ganz langsam so getrennt machen, das wäre ganz gut. 0, ja, ja, also 0, 0 minus 1,5, 1 minus x, minus Quadrat, genau. Aber dann, innerhalb von 1 plus x Quadrat, müssen Sie nochmal ableiten, nämlich 2x. Okay, dann die zwei kurz sichern. Ja. Richtig. Haben wir die zwei für die Position. Ja. Oh, richtig. Mal. Und mal plus x. Richtig. Vielen Dank, danke, Nadine. Danke, danke.